Ja, grüßt euch. Ja, also in Bayern ist jetzt seit 1. August das neue Polizeiaufgabengesetz in Kraft. Wenn du als Gefährder eingestuft wirst, und Gefährder ist nicht definiert, das heißt, es kann schon systemkritisches Gedankengut, kann hier Gedankenpolizei, ne? Gedankenpolizei. Wir sind in 1984 und die könnten mich jetzt wirklich, weil ich lebe in Bayern leider, vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, weil ich lasse mir meinen Mund einfach nicht verbieten. Und ich bin kein Gefährder, ich lasse alle in Ruhe. Unfassbar. Unfassbar. Die dürfen jetzt alles. Die dürfen mit Bodycams in deine Wohnung. Wenn du ein Gefährder bist, dürfen sie sowieso einfach rein. Unverletzlichkeit der Wohnung ist ja sowieso seit den Notstandsgesetzen über Corona, die übrigens nur für eine kurze Zeit, nicht für 1,5 Jahre gelten, sondern maximal, ich glaube, einen Monat, 2 Monate. Ein Vierteljahr lasse ich mir noch eingehen, aber dann ist gut. Ja, also Unverletzlichkeit der Wohnung, wenn du Gefährder bist, dann dürfen sie dich ohne Grund überprüfen. Das heißt, wenn die Polizei an dem Eingang von der Veranstaltung ist und du da nicht reinpasst, dürfen sie dich einfach überprüfen und dich komplett durchlaufen lassen, dich kontrollieren, deine Taschen ausleeren etc. pp. Außerdem dürfen sie dich einfach mal so, ohne Gerichtsurteil, ohne Gerichtsverfahren, ohne irgendwas, in Gefängnis stecken für 2 Monate. Für 2 verfickte Monate. Ohne irgendwas. Außerdem dürfen sie dich in eine Psychiatrie einweisen, wenn du dich selber oder andere gefährden könntest. Also Leute, wenn ich plötzlich sterben sollte oder plötzlich nicht mehr da bin und plötzlich im Gefängnis bin, das geht jetzt raus an meine Freunde, die mich kennen, die mit mir auch persönlich Kontakt haben, falls ich nicht mehr da bin, plötzlich, und mich überhaupt nicht mehr melde, ja, oder falls ich eventuell aus Versehen sterben sollte und dann irgendjemand sagt, ich hätte mich umgebracht oder so. Nein, nein. Unfassbar. Unfassbar. Diese Art von Gesetzen hatten wir schon mal. Das hat auch in Bayern angefangen. Und ich bitte jeden, der dieses Video sieht, bitte ich mal die Flugblätter von den Geschwistern Scholl zu lesen. Von der Weißen Rose. Und das mit dem zu vergleichen, was heute stattfindet. Deutschlandweit, bayernweit, deutschlandweit, weltweit. Also Leute. Es ist wieder so weit gekommen, dass du einen Pass brauchst, dass du irgendwo rein darfst. Und jeder, der den Pass nicht hat, darf dann nicht rein. Das gab es schon mal. Da wurden Menschen die Pässe weggenommen. Dann konnten sie nirgends mehr rein. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr viel, was wir dagegen tun können, außer nicht mitmachen. Das Problem ist, 50% unserer Bevölkerung macht da mit. Mindestens 50%, wenn nicht sogar 60%. Macht damit und findet das alles super. So nach dem Motto, du hast nichts zu verbergen, hast du nichts zu befürchten. Schwachsinn. Jeder von uns hat was zu befürchten, weil wir nämlich grundsätzlich, also gerade in Bayern jetzt mit dem neuen Polizeiaufgabengesetz, jeder ist ein Verdächtiger. Jeder. Das steht da drin. Jeder Mensch ist grundsätzlich erstmal verdächtig. Und an unsere Polizisten, die da rumspringen. Leute, ihr habt doch selber einen Kopf. Was macht ihr? Was macht ihr? Wollt ihr wirklich, seid ihr wirklich so geil drauf? Auf Nazi-Deutschland Nummer 2? Mir fehlen die Worte, mir fehlen einfach die Worte. Mir fehlt da komplett das Verständnis. Das war's von mir bis hier. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne. Tschüssikowski. Unfucking fassbar. Unfucking fassbar.